Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den dritten Boss aus dem Auge der Festung der Stürme an, Hochastromantin Solarian. Bei diesem Boss benötigt ihr drei Tanks, wobei zwei davon mit jeweils 365 Arkanwiderstand geknubbelt an der Seite stehen. Diese dienen uns in diesem Bosskampf als reine Schadensschlucker für eine spezielle Fähigkeit. Zu der kommen wir aber gleich noch. Der restliche Raid teilt sich auf ein Nahkämpfer-Camp und ein Fährkämpfer- bzw. Heiler-Camp auf. Der Kampf besteht aus insgesamt drei Phasen, wobei sich Phase 1 und Phase 2 ca. alle 50 Sekunden abwechseln. Solarian hat zudem keine Agro, was bedeutet, ihr könnt reinhauen, was ihr wollt. Gehen wir aber mal etwas mehr ins Detail. Nachdem ihr euch also aufgestellt habt, beginnt der Kampf. Alle 45 Sekunden bekommt jeder Spieler ein Mal von Solarian, was euren Arkanwiderstand um 15 verringert. Außerdem werden alle Raid-Mitglieder alle 20 Sekunden von einem blendenden Licht getroffen, was aussieht wie ein Mondfeuer und hohen Arkanschaden zufügt. Das muss einfach gegengeheilt werden. Als letzte direkte Damage-Fähigkeit schießt sie auf ein zufälliges Ziel arkane Geschosse. Das kann nicht unterbrochen werden. Kommen wir nun zur Kernmechanik aus Phase 1 und somit zurück zu unseren beiden Tanks, welche gemeinsam am Rand stehen und blöd aus der Wäsche schauen. In regelmäßigen Abständen bekommt ein zufälliger Spieler den Debuff Zorn des Astromanten. Euer Charakter wird dabei blau. Der Debuff fügt nun jede Menge Arkanschaden zu und springt nach 6 Sekunden auf das nächste Ziel, welches sich am nächsten zu euch befindet. Sobald ihr demnach Zorn des Astromanten habt, lauft ihr so schnell es geht zu den beiden abgestellten Tanks und wartet, bis ihr einem von beiden dem Debuff automatisch übergeben habt. Das passiert, geht es anschließend wieder zurück in euer Camp. Solltet ihr allgemein mit der ersten Phase Probleme haben, dann zieht im kompletten Raid das Item violettes Abzeichen an. Dieses habt ihr aus der Karazhan Quest bekommen. Dadurch könnt ihr 3 Stacks, also 45 Arkanwiderstand von Mal von Solarian umgehen und verhindert somit den negativen Widerstandswert. Solltet ihr das Item verkauft oder weggeschmissen haben, so könnt ihr dieses ganz einfach wieder herstellen lassen. Wie das geht, findet ihr in der Videobeschreibung. Nach ca. 50 Sekunden verschwindet Solarian und diverse Agenten spawnen. Diese werden nun von einem Tank, am besten einem Paladin, eingefangen und gebombt. Anschließend erscheint der Boss wieder, allerdings mit zwei Priestern im Gepäck. Auch diese werden nun sofort umgefokust und vor allem deren Heilung unterbrochen. Das Ganze wiederholt sich jetzt, bis der Boss auf 20% Leben ist. Nun verwandelt sich Solarian in einen riesigen Leerhäscher. Ab jetzt ist allerdings das Schlimmste geschafft. Stellt nur noch Anti-4-Totems bzw. belegt den Main-Tank mit einem Furchtzauberschutz. Der Rest ist Tank and Spank. Als Tanks müsst ihr bei dem Bosskampf nicht viel beachten. Stellt am besten eure beiden Nicht-Paladin-Tanks mit Arkanwiderstand an die Seite und lasst diese den Zorn des Astromanten-Debuff der angerannten Spieler schlucken. Es gibt außerdem in Phase 1 keine Agro. Allgemein als Main-Tank bieten sich hier ein Paladin an, da dieser ohne Probleme in der zweiten Phase die Adds unter Kontrolle bekommt. In Phase 3 ist nichts mehr Spezielles zu beachten. Als Nahkämpfer könnt ihr in Phase 1 und 2 am Boss mal so richtig zeigen, was in euch steckt, da ihr keine Agro ziehen könnt. Solltet ihr den Zorn des Astromanten haben, müsst ihr so schnell es geht zu den beiden Arkan-Tanks an die Seite laufen. In Phase 2, sobald die Priester jetzt erscheinen, kickt, was das Zeug hält. Sprecht euch am besten kurz ab, wer welchen Priester kickt. Allgemein aber für Melees ein sehr einfacher Kampf, bei dem ihr nicht viel beachten müsst. Auch für alle Fernkämpfer gilt, Schaden, was das Zeug hält. Habt ihr den Debuff, dann sofort zu den Arkan-Tanks und warten, bis er abgelaufen ist. In Phase 2 wartet, bis eure Tanks die Agro der kleinen Adds haben und bombt rein, was geht. Bei diesem Kampf ist die Raid-Heilung das A und O. Da es bis auf die Adds in Phase 2 sowie die letzten 20% mit Phase 3 keinen eingeteilten Tank gibt, teilt bei Bedarf trotzdem dedizierte Heiler für eure Arkan-Tanks ein. Bufft außerdem als Priester in P3 dem Tank einen Furchtzauberschutz und dem 4 zu entgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß in der Festung der Stürme und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.